Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Ich bin's, euer Vasili. Und heute bekommt ihr von mir ein Format zu sehen, Fragen und Antworten. Ich habe mir das so gedacht, ich werde jeweils immer ein House-Member hier nehmen und mit denen eine geliehene, chillige Runde spielen. Call of Duty 4 Beta. Je nachdem, ich habe jetzt nicht alle geschafft, aber zwei definitiv. Und das Ganze sieht auf jeden Fall so aus. Ich spiele jeweils mit einem House-Member eine Runde Call of Duty und stelle ihnen ganz normal ein paar Fragen über Call of Duty, den Teil, wie er es findet. Ganz normale Fragen. Bin gespannt, was für Antworten kommen, ja, weil die werden auf jeden Fall ehrlich sein. Es geht eher darum, natürlich jemand, der nur Call of Duty spielt, dem wird dieser Call of Duty Teil gefallen, definitiv, davon bin ich überzeugt. Aber wir haben zum Beispiel den Erne oder den Azad, der jetzt nicht hauptsächlich Call of Duty spielt, sondern vom FIFA kommt, oder Azad hauptsächlich GTA, Fortnite. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze mal so für euch und ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn es euch gefällt, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt mal in die Kommentare und ihr bekommt auf jeden Fall von diesem Format, sollte das Main-Spiel draußen sein, Call of Duty Black Ops 4, mehr davon. Definitiv. So, da will ich nicht weiter rumreden und würde sagen, wir legen los und wünsche euch viel Spaß mit dem Video, Leute. Natürlich, Team Deathmatch. Okay, okay. So, Leute, erstmal herzlich willkommen. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit dem Ernatos. Was geht ab, Leute? Ernatos, y vamos am Start. Y grandos, Ernatos. Nicht wundern, Leute, dass er dazwischen ab und zu redet. Das wird er nicht mit mir machen, weil er gerade in einem Livestream ist, Leute. In seinem Facebook-Livestream. Und wer mal in Zukunft auch vorbeischauen will, einfach viel Gaming-TV auf Facebook vorbeischauen. Da streamt der Natos immer täglich 2 Stunden Fortnite, jetzt auch Call of Duty. Und ja, gönnt euch, Leute, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, was sagst du denn so zu letzter Woche und dieser Woche? Wir gewinnen hier. Okay. Also zu letzter Woche kann ich leider noch nicht so viel sagen, weil ich habe das nur eine Stunde spielen können. Aber mir sind so Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel bei Ruin, dieser Haken und so, den konntest du letzte Woche fast jede 2 Sekunden machen. Jetzt geht das, glaube ich, jede 7 Sekunden und so. Und letzte Woche ist mir auch aufgefallen, man ist nicht so oft gestorben durch diese ganzen, wie heißt das da, diese ganzen Perks, die andere haben, diese ganzen Sachen, die da hinlegen, diese Rüstung, diese Wände. Minen und so, ja, ja. Ja, genau, das ist diese Woche irgendwie extremer geworden, habe ich so die Erfahrung gesammelt. Also was... Ja, was ich auch gemerkt habe, wo du gerade sagst, wegen diesem Ruin, sobald man eine MP benutzt, kann man gar nicht den Haken benutzen. Also wenn man mit MP spielt, letzte Woche ging's, das war auch heftig OP, finde ich. Und das haben sie diese Woche auch gebannt. Ja, also ich habe mich immer gewundert, warum ich diesen Haken nicht habe, wenn ich MP spiele. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ja. Okay. Boah, ich wurde geraped. Ja, und ist auf jeden Fall ein heftiger Unterschied. Also... Genau, zu den, kurz an dieser Stelle, Leute, der Ernie war letzte Woche in London und konnte die Beta nicht voll genießen. Ja, leider nicht. Deswegen die Aussage, dass er nicht halt viel davon mitbekommen hat. Aber gehen wir mal darauf ein. Wie findest du denn allgemein das Movement im Gegensatz zu Black Ops 3 und allgemein zu den Jetpacker-Spielen so? Oder zu WW2? Also auf jeden Fall muss ich sagen, so... Es hat sich schon alles extrem geändert, ein bisschen, finde ich, weil ich habe ja auch sehr lange Black Ops 3 und so die alten COD-Teile gespielt. Hm. Und anfangs kam ich erstmal auch gar nicht so richtig klar, weil, wie du ja schon weißt, ich bin einer, der jetzt nicht hauptsächlich COD spielt, sondern auch viel FIFA, viel Fortnite und sowas. Und deshalb war das erstmal anfangs ein bisschen schwierig, da reinzukommen mit den ganzen Game. Aber ich muss sagen, so jetzt, wenn man längere Zeit gezockt hat, hat man sich auf jeden Fall dran gewöhnt. Und das Movement so finde ich eigentlich geil, nur ich finde halt, das ist so eine Umstellung jetzt, wenn man Black Ops 3 gespielt hat, dass man nicht dieses Wall-Running machen kann, dass das, wie heißt diese Dings von Spielen nochmal, wenn du nur back to the Boots, Grounds on the Boots. Boots on the Ground, ja. Ja, genau, genau. So, das ist erstmal noch so eine kleine Umstellung, finde ich, so was Black Ops angeht, aber sonst, muss ich sagen, haben die alles gut gemacht, so vom Movement und sowas, oder was sagst du dazu? Ja, ich kann dir das einmal ganz kurz schildern, und zwar, das ist eins, also dieses Black Ops 4 jetzt eins der, nicht eins, sondern das schnellste Boot on the Ground, ja, also ohne Jetpacker, das heißt Boots on the Ground, also immer auf dem Boden bleiben, ist eins der schnellsten, hat eins der schnellsten Movements, die es im COD-Bereich jetzt bis jetzt gab, also die haben das fusioniert, Black Ops 2 mit Black Ops 3 zusammen und eine Mischung aus dem Zukunftsspiel von IWAW, finde ich, ja, was jetzt die Maps angeht, also alles fusioniert, um daraus das perfekte COD zu machen. Nach meiner Meinung nach, jetzt nachdem ich die Beta gespielt habe letztes Wochenende und dieses Wochenende, haben sie mich damit definitiv überzeugt und ich denke,
glaube auch, dass es eines der besten Call of Duty sein wird, die wir die nächsten 2-3 Jahre spielen werden. Also ja, so wie vor allem, ja? Der neue Modus, ja, Blackout und so, da haben ja, glaube ich, viele den Fokus drauf gelegt. Und da kommt ja auch die Beta nächsten Monat raus. Und da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, wie sich das dann auch auf den Multiplayer auswirken lässt. Ob dann viel mehr Leute dieses Blackout zocken oder ob doch dann lieber mehr Leute den normalen Multiplayer-Modus zocken. Bin ich auch gespannt. Das ist auch so eine Sache. Ich kann mir darunter auch noch nicht so viel vorstellen, halt natürlich Battle Royale, aber jetzt in dem Sinne, wie das aufgebaut sein soll, wie die Runden aussehen sollen, wie man da aussteigt, was die Fairness dazu zu sagen hat, finde ich, so, ob das wie bei Fortnite ist, so gut Loot, so, weißt du, wie ich meine? Ja. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet, aber sollte es wirklich erfolgreich sein, kann ich schon mal eins sagen, wird Black Ops, also der Blackout-Modus, das neue Public, also wird das Public übernehmen. Also so denke ich. Ja, denke ich auf jeden Fall auch. So, weil die haben ja auch angekündigt, so groß gesagt, wir wollen den besten Battle-Royale-Modus machen, ja, den es gibt. Und deshalb sind die Erwartungen natürlich sehr, sehr groß. Und die Frage ist auch, ob die es so machen, dass man wie bei anderen Spielen von oben mit einem Fallschirm landet oder ob man wild auf der Map gespawnt wird irgendwo. Das ist halt auch so eine Sache. Ne? Ich bin gespannt, wie die das umsetzen. Und ja, darauf wartet, denke ich mal, jeder. Der Hype ist auf jeden Fall real. Der ist auf jeden Fall real. Ja. Noch da, Bruder? Ja, ich bin da, sorry, ich war gerade am Schwitzen. Okay. Weil ich persönlich bei FIFA, ich bin auch leidenschaftlicher FIFA-Spieler, ich habe auch seit 2010 FIFA auch mitverfolgt und gespielt und finde auch so, dass es zwischen 17 und 18 eigentlich fast gar keinen Unterschied gab. Und deswegen bin ich jetzt gespannt auf 19, was man da eigentlich noch so verändern kann überhaupt so, weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe es auch zum Beispiel an sich auf YouTube auch gemerkt. So, die Leute hat es abgefuckt, dass fast immer so dasselbe gekommen ist, dass man da keine neuen Modis hat. Und zum Beispiel, ich sag dir mal so, FIFA 16, da kam Footdraft, dieser Modus, wo du diese 5 Spieler auswählen kannst. Das war dann das ganze Jahr gehypt. FIFA 17 kam Foot Champions raus, dieser neue Modus. Und FIFA 18 kam nichts Neues raus, weißt du? Ja. Deshalb ist das Spiel auch ein bisschen so zurückgeblieben in dieser Richtung. Ich guck mal, bei COD aber, da kommt es, glaube ich, nicht so drauf an, ob da neue Modis wirklich rauskommen, oder? Da geht es mehr um den Spielspaß an sich, weil man zockt ja immer jedes Jahr fast dieselben Modis, oder? Ja. So zum Beispiel letztes Jahr dieser Überfallmodus hier neu in Black Ops 4. So, aber ich glaube halt nicht, dass das so viele zocken werden, so, oder? Nee. Glaube ich auch nicht. Also, wie gesagt, wenn dieser Blackout-Mode wirklich gut ist und gut spielbar ist und ausbaufähig, dann wie gesagt, denke ich zu 100% wird sich alles darauf fixieren, auf den Battle Royale Mode und nicht mehr auf Public. Public war ja so dieses, was für Unterhaltung sorgt, für YouTuber und allgemein für Leute, die einfach Call of Duty genießen, ohne jetzt zu schwitzen oder so, ja, um Waffen freizuschalten und irgendwelche Aufsätze und solche Sachen. Aber wenn jetzt so ein Blackout Mode kommt, wo sie das auch zum eventuell einbauen könnten, was ich mir gut vorstellen kann, dass man da Sachen freischaltet, dann denke ich, dass der Blackout-Mode alles übernehmen wird. Ja, also da bin ich echt gespannt, Mann. Die Erwartungen sind da viel zu hoch einfach, wirklich. Ja. Die wollen ja so einen Mix machen, dass man quasi von den alten Maps auch teilweise so Grundrisse davon hat, sage ich mal, ne? So. Ja, die sind auf jeden Fall dabei von Modern Warfare Maps, von... Ja, Bruder, wie krass muss das sein, wenn die das wirklich so umgesetzt kriegen, ne? Das muss krank werden, wirklich. Ja, Mann, ich bin richtig gespannt. Definitiv. Aber wie fandest du zum Beispiel jetzt im Vergleich zu World War 2 jetzt Black Ops 4 so? War World War 2 überhaupt was für dich so oder gar nicht so? Nee, WW2 war auf jeden Fall für mich kein gutes COD. Ja, da war ich auch nicht der Einzige, aus zwei ganz klaren Gründen. Der erste hauptsächliche Grund ist, du kannst nicht ein Call of Duty rausbringen und dann nur zwischen vier und sechs Maps rausbringen, ja? Das ist ein No-Go. Das ist, du killst dich selber damit, weil man lebt davon, von diesem einfach eine neue Map zu bekommen. Genau, Abwechslung. Und ich denke, das war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, was dafür gesorgt hat, warum viele das Spiel gehatet haben. Dann als zweites, für mich privat, war, das Spiel hatte keine Unterhaltung. Wenn ich zum Beispiel mir Black Ops 3 angeguckt habe, sage ich mal jetzt die CWL-Liga oder jetzt ein Boots on the Ground, sagen wir, bei WW2 war einfach da fehlte einfach so die Unterhaltung, ja, die Action, es war einfach immer klar zu sehen, so strategisch, was die Leute auch so, also die einzelnen Teams da sich aufgebaut haben während dem Spiel, das war einfach zu übersichtlich, ja, es gab keine Spannung, so drücke ich das mal aus. Und Leute, gerade wo wir das hier sehen, ne, das muss gefixt werden. Die
Bruder, dieses Schild ist so OP. Warte mal, hast du das gerade gesehen bei mir? Ich habe dieses Ruin, diesen Stampfer gemacht mit L1R1. Der ist nicht gestorben, ich weiß. Der ist nicht gestorben, Alter. Was ist das, Mann? Kann doch nicht sein, oder? Ja, Bro, der ist so OP. Echt lächerlich. Aber ey, guck mal, ich muss zum Beispiel sagen, ich fand damals World War 1 war richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob du gespielt hast oder seit wann spielst du überhaupt Shooter? Ich? Seit das erste Call of Duty auf die Xbox kam, Modern Warfare. Ach krass, ja, ich auch. Genau da habe ich angefangen, Bruder, aber nur im PS3. Ich habe jedes CD gespielt, so. Und ich fand, World War 1 hat schon Bock gemacht damals, muss ich sagen. Das war schon geil. Aber was ist dein Lieblings-CD? Meins war irgendwie Modern Warfare 2. Das Spiel habe ich auch noch nie verkauft. Ich habe das immer noch auf der PS3, ne? Immer noch. Das ist so für mich mein Lieblings-CD gewesen, Modern Warfare 2. Also, jetzt nicht auf den Klassiker zurückzugreifen, war auch natürlich die Modern Warfare-Reihe, aber jetzt nach den ganzen Call of Duty, die gekommen sind, fand ich das unterhaltsamste und beste vom Movement her und schnellste und wirklich anspruchsvollste COD war Advanced Warfare, AW, das erste Jetpacker-Spiel von Call of Duty, fand ich am besten. Okay. AW, das war auch wirklich... Also das war das unterhaltsamste Call of Duty in meinen Augen das unterhaltsamste Call of Duty. Nicht nur für die CWL, nicht nur für die Pros, sondern auch für Public und private Spiele fand ich sehr, sehr angenehm. Oh! Uff, was hast du denn da gemacht, Alter? Double? Ich hab ihm Puncher gegeben, bin hochgesprungen, hab ihm dann einen Side-On gegeben. Alter. Aber ja, genau, du hast doch, glaube ich, vorhin gefragt, was ich zu sagen mit diesem 150 Leben. Damit genau, was hältst du davon so? Also, ich war das ja, du warst es ja genauso wenig gewohnt. Ich fand, man hat nach den ersten drei Runden sich schon ziemlich schnell dran gewöhnt mit diesem Heilen. Ich find's eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich das eher gut finden soll oder eher nicht so. Das ist schwer. Aber was genau bedeutet das Wort Movement? Das habe ich nicht so ganz kapiert. Movement, die Bewegung. Movement ist die Bewegung, wie du dich bewegen kannst, wie schnell du sliden kannst. Okay. Das ist Movement. Jetpacker, nicht Jetpacker, wie hoch du springen kannst. So, Leute. Auf jeden Fall, Fazit ist, das Game ist geil und selbst ein FIFA-Spieler, der eigentlich hauptsächlich nur FIFA spielt, von dem, was ich jetzt rausgehört habe, feiert Black Ops 4 genauso wie ein Call of Duty-Spieler, Leute. Also Fazit der Geschichte ist, die haben definitiv gute Arbeit geleistet, ja, muss man an dieser Stelle sagen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt für die Zukunft, was jetzt der Battle Royale-Mode uns bringen wird und die weiteren Eigenschaften des Spiels, wenn das Main-Spiel draußen ist. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie am Anfang erwähnt, einfach einen Daumen nach oben lassen, in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.